Ja, schönen guten Tag. Willkommen zurück beim Fußballmanager 17 mit eurem Gary. Guten Tag. Wunderschönes Wetter draußen, also ab vor dem PC. So oder so ähnlich. Nee, geht natürlich heute noch raus, aber erst gegen Abend. Bin mit der Band unterwegs und von daher nutze ich da jetzt die Zeit, um Sprockhövel mal richtig einen auf den Sack zu geben. Wir haben nämlich einiges gut zu machen. Und zwar die Blamage aus dem Pokal. Was reimt sich auf Pokal? Egal. Egal war uns das natürlich nicht, dass wir da rausgeflogen sind. Also mir war es nicht egal. Hab mich sau geärgert. Dann noch diese Handy-Düdelei auf der Bank. Also war ein ganz schlimmes Spiel. Nächstes Spiel ist hoffentlich nicht so schlimm. TSG Sprockhövel lädt ein. SC Wiedenbrück 2000 folgt der Einladung. Und ist ganz klarer Favorit. Und ich denke, das müssen wir auch einfach so auch annehmen, die Rolle. Da muss man auch schon mal sagen, so, wir sind besser. Wir machen das. Dortmund gegen Wattenscheid. Erster gegen Zweiter. Richtig interessantes Duell. Richtig interessant. Also da bin ich gespannt. Das müssen wir uns nachher richtig ordentlich angucken. Was da so rund ging. Essen gegen Werl. Gladbach gegen Bonn. So weit, so gut. Das ist die Theorie des Spieltages. Die Ansetzungen. Und ja, ich würde sagen, wir sprechen kurz drüber, was ihr so alles geschrieben habt. Und zwar hat der liebe Presser gemeint, und das zu Recht, wir sollten doch dann einfach die A-Jugend daneben. Passt ja auch ganz gut. Freundschaftsspielmäßig werden wir jetzt auch direkt hier einstellen, sonst vergesse ich das wieder. Wir haben nächste Woche. Achso, habe ich schon eingestellt? Habe ich das letzte. War das schon letzte Pause? Letzte Folge? Okay, alles klar, dann Kommando zurück, egal. Wir spielen dann gegen die A-Jugend. Ich denke, die nehmen wir sogar noch mit, die Folge, weil ich das bestimmt nur schnell simulieren werde. Aber jetzt geht es erstmal darum, hier Wunden zu lecken. Sagen, Moment, meine Freunde, Moment. Und ich habe mir auch schon überlegt beim Training, also hier Abwehr 1 von 5, ich glaube, das kriegt man auch mit, wenn man unsere Spiele verfolgt. Wir kassieren ziemlich viel. Und ich werde es versuchen, am Montag zu stoppen und direkt hier anderes Training einzustellen. Weil, ja, wir werden zusehen, dass wir da irgendwie mehr da hinten reinkriegen. Vielleicht können wir auch den Trainingsassistent so ein bisschen hier einstellen. Ich habe gar keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Schlimm, oder? Schlimm. Aber wir könnten hier mal eine Woche lang Abwehrarbeit machen, oder? wollen wir das mal machen? Und gucken, genau, wir gucken doch einfach mal, wie das so aussieht, wenn wir hier eine Woche lang nur Abwehrarbeit machen. Am Montag. Hat er das jetzt gespeichert? Nee, hat er nicht gespeichert. Kann man das nicht speichern? Oder was ist das denn für ein Quatsch? Okay, egal. Machen wir Montag. Dann habe ich noch was vergessen gehabt. Und zwar unser Kollege, der. Was ist er denn hier? Der Erhard Butler hat gesagt, er hätte gern auch noch ein Nickname dazu. Und zwar Erdi wäre sein Nickname. Ja, können wir machen, der Erdi. Der Erdi hatte mir auch eine Mail geschickt mit einem Foto von sich. Aber Erdi, ich habe schon geantwortet. Die Bilder sind echt nicht so cool gemacht. Also das Licht ist ziemlich dunkel, wäre cool, wenn du einen helleren Ort irgendwie findest und so ein bisschen frontaler so, dass man dein Gesicht auch sieht, weil, ja, man möchte dich ja hier auch begutachten können, ne? Schön finde ich übrigens, dass du echt ein schönes Temperament hast und dazu eine frohe Natur bist. Kämpfer bist du auch, von daher denke ich, das schaffst du mit einem cooleren Foto so von frontal. Vielleicht hast du irgendwie Mama, Papa, Hund, Freundin, Freund, Kumpel, Lehrer, Chef, setz dich irgendjemand anderen ein, der dich einfach vielleicht von vorne fotografieren kann. Die Bilder waren nämlich, wenn ich das richtig gedeutet habe, von der Selfie-Option seines Handys. Und ja, die sind einfach sehr schlechte Quali. Da kann ich leider, ich bin auch ein schlechter Typ, was hier so Spielerbilder angeht. Und da kann ich leider nicht so viel rausholen, muss ich sagen. Dann habe ich aber aus einem Spielerbild hier was Neues rausgeholt. Und zwar der Amakadric hat Neues. Da ist er. Leider müssen wir den demnächst übrigens auch abgeben, was mir wieder hier einfällt. Habe ich auch irgendwie verloren aus dem Blickfeld. Und ja, bin gerade dran, am Strickmann ein neues zu machen. Dauert bei mir halt ewig. Apropos ewig. Schwätzen ist jetzt langsam mal gut. Wir schwätzen jetzt noch hier einmal mit den Leuten und dann geht's auch mal rund, ey. Möchte sich verpessern. Verpessern. Verpessern möchte er sich. Und hier, wie geht's euch eigentlich allen? Genau, mit euch habe ich echt lange nicht mehr geredet. Hier, wer seid ihr eigentlich? Gehört ihr zu der Mannschaft? Weiß ich nicht. Ist das so? Liebe Batterilo, kann ich auch nichts sagen hier.
Verbessern haben wir schon, haben wir schon. Möchte sich. Du trainierst sensationell. Ja, hier echt. Bückelsaxkaria, der hat auch einfach super krasse Trainingswerte da gehabt. Geht's dir eigentlich? Wenn ich. Hallo, hallo. Bist du auch so gelangweilt? Ist das nicht auch so irgendwie? Wie geht's dir eigentlich? Keine Ahnung. Nicht so der Revolver-Held-Typ. Oh, hier, da können wir endlich nochmal sagen, Latkowski, du wirst mal vom Tor cleverer. Das ist gut. Gib im Training alles. Rujanovic, dem kann man doch bestimmt auch sowas sagen. Der ist auch hier außen. Geht auch nicht. Wetting, du hast gut trainiert. Und der Pool. Können wir nichts sagen. Die anderen haben wir jetzt hier, glaube ich, schon. Du hast gut trainiert hier auf jeden Fall. Marius Weg gut trainiert, auch wenn das letzte Spiel war echt bitter für ihn. Also. Richtig bitter, richtig bitter. Ja, Merkel, der baut ab, aber er ist immer noch ein guter Kapitän, nehmen wir mit. Und jetzt nehmen wir endlich mal das Spiel mit hier schon. Ne? Und fusselig gelabert. Auf geht's! So, Männer, wir spielen das hier ganz locker runter. Macht nicht zu viel. Bisschen was für Galerie, Hacke Spitze, von mir aus ein, zwei Mal, öfter nicht. Und dann fahren wir die drei Punkte nach Hause. Anpfiff von Christopher Marx, der lässt gerne das Spiel laufen. Und hallo, hier ist Spröckhövel, wir melden uns vom Abgrund. Ja, guten Tag, der Tellerboden wurde erreicht. Und hoffentlich graben wir da noch ein bisschen tiefer. Lose jetzt auf dem rechten Flügel, wird da bedrängt, schießt aus 20 Metern mal deutlich vorbei. Egal, nach der ersten Minute ist das ein Zeichen. Hier geht jetzt voller Angriff. Hier gibt es nur eine Richtung. Einbahnstraßenfußball auf das Spröckhöveler Tor. Oder Spröcker Tor? Ne, Spröckhöveler, oder? Spröckhöveler, glaube ich. Traumhafter Ball von Zech auf Lose. Der ist echt hier gerade richtig gut in das Spiel reingekommen. Routinier, enteilter Mondo, schießt auf die lange Ecke. Robert Benz ist mit den Fingerspitzen noch dran. Merkel hat den Ball gerochen, den Braten gerochen, staubt ab zum 1:0. Dritte Minute. Ja, Mai. Da ist er. Da ist er. Der Merkel. Macht ihn rein. Bombe. Ja, Petersen Chato will da direkt nachlegen. Schafft es aber nicht. Orhan Dombaci hat es gerochen und hat ihn da getrennt. Spröckhöveler aber jetzt. Wasilewski ist schneller als zwei unserer Verteidiger. Scheitert aber am Außenpfosten. Da haben wir richtig Glück gehabt. Und ja, hat ihn Bentaleb. Klatscht mal. Und wir können auch klatschen. Also ist eine gute Aktion. Frage ist, ob wir uns das so gefallen lassen wollen. Ich glaube nicht. Deshalb legen wir in der siebten Minute. Alter Falter, wie geht's denn hier hin und her? Ist ja wie beim Tischtennis, ey. Scharfer Freistoß Richtung 5 Meter Raum. Zech verlängert den Ball mit dem Kopf. Der Torwart greift ins Leere, der Ball wird länger und geht schließlich gegen den Innenpfosten von Deutsch Mitte zurück gegen den Torhüter, Pfosten und in die Arme. Hat er Glück gehabt. Er hätte Zech hier fast mit seiner lockigen Frisur da das Ding gemacht, ey. 2-0 nach 7 Minuten, das wäre natürlich eine Ansage gewesen, eine richtige Ansage. Okay, das sieht aber gut aus hier, das sieht gut aus, das macht richtig Laune, glaube ich, für den neutralen Zuschauer. Pato jetzt Chato durch und schießt drauf, da war mehr möglich, auf der anderen Seite ist halt auch nur ein Linksverteidiger, ne? Ist jetzt niemand, der da vorne, müssen wir ihm vielleicht mal sagen, mach mal mehr mit deinem Fuß und so. Ecke hier, Wasilewski, Bentaleb, der schießt, aber kann nicht richtig platzieren und schießt 2 Meter am Tor vorbei. Nicht der Rede wert, nicht der Rede wert. 20 Minuten gespielt, ich habe das Gefühl, dass wir hier am Drücker sind. Auch wenn Spröckhöveler hier mithalten möchte und auch schon Chancen hatte, machen wir doch deutlich mehr fürs Spiel. Wir sind jetzt auch gut hinten drin in der Defensive, wir haben wenig Mühe, Angriffsversuche zu unterbinden und bringen unsererseits welche. Weiter Einwurf von Bükyskaria, aber Robin Benz hat den Ball, schafft es aber leider nicht, daraus etwas Zählbares rausspringen zu lassen. Deshalb sind wir direkt wieder dran. Mit einer riesigen Chance. Pierre Merkel hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Strickmann. Der ist einfach der Strickenzieher. Da im Strafraum spielt Merkel clever in den Rücken der Abwehr auf den freistehenden Julian Lohse. Der will aus 9 Metern trocken ein. Und da beißt er noch in die Tischkante. Wie oft ist das eigentlich schon passiert in der ganzen Saison? 5 Mal? Keine Ahnung. Mindestens. Wenn nicht 15 Mal. Lohse ist aber jetzt schon wieder am Start.
Abseits hat er da. Ein bisschen spät hat er da gespielt, ey. Mann, los, mach doch die Bude, ey. Zimmer die doch einfach rein. Ah, das gibt auch nichts Gutes in der Note für den Lose. Also sowas gibt echt immer 5,5 hier. Ey. Da muss ich mal an den Blasikowski denken. Ich liebe Batterilo aber jetzt. Hier mit 21 Meter, mit einem Schuss. Ja, Mai, da ist er drin. Hallo, guten Tag. Robin Benz kommt nicht mehr heran. Und der Stiepe. Stiepe hat da einfach mal einen rausgepfeffert. Cedric Mondo surft da Merkel einfach um. Hat er Glück hier, dass er noch die gelbe Pappe bekommt, ey. Kann doch nicht hier so einen da. Oh, ne. Apropos übel. Gestern, also herzliche und wichtige Genesungswünsche an Fernando Torres. Er hat gestern da einen Zweikampf gemacht, voll mit dem Kopf auf den Rasen aufgeschlagen, war bewusstlos und alles, musste ins Krankenhaus, letzte Minute von Atletico Madrid oder wo er spielt. Hab's gelesen. Ey, das ist immer bitter. Marius Weke hier mit einer tollen Parade, Glanztat, okay. Also hoffentlich geht's ihm bald besser, hoffentlich ist es nicht so übel. Weitere üble Geschichte, die jetzt hier lief, weil es gerade so aktuell ist alles. Total viel los in der Bundesliga auch. Und zwar hat sich Kevin Großkreuz geprügelt. Offensichtlich. Also irgendwie, keiner sagt so richtig was, aber er gab schon vorher Bilder aus dem Krankenhaus, die sahen schon also echt bitter aus. So siehst du eigentlich aus, was weiß ich, wenn du in Sprockhövel auf dem Kirmes bist und da irgendwie die Frau vom Bürgermeister anpackst oder so. Also, das war echt. Da muss er schon irgendwen richtig beleidigt haben. Und ja, Stuttgart hat sich dann daraufhin von ihm heute getrennt. Also er muss sich da nicht nur irgendwen beleidigt oder nicht nur geprügelt haben oder einen auf die Nase bekommen haben, sondern er muss da schon auch aktiv dabei gewesen sein. Sonst wäre das, glaube ich, nicht so schnell gewesen hier mit dem Rausfeuern. Ich mag den Typen irgendwie, den Dönerwerfer, weil er einfach so ein Typ ist, wie der Polly oder damals Effenberg oder wie sie alle heißen. Du erinnerst dich noch 20 Jahre später an die. Und ja, ich hoffe, er kommt irgendwie noch zu einem Verein zurück. Geil fände ich irgendwie Darmstadt. Die haben doch so ein Auffangbecken für schwer Erziehbare und Rentner und sonstiges. Finde ich super, dass das irgendwie negativ ankommt. Ich finde es klasse, was der Darmstadt macht. Und habe das Gefühl, da könnte man doch einfach mal auch ihn dahin bringen, oder? Seht ihr das anders? Ich finde, da könnte man machen. Wir wechseln mal hier aus. Ich denke, nach dem 2:0, das werden wir nicht mehr aus der Hand geben. Und wir lassen hier endlich mal wieder ein paar Leute kommen, die sonst überhaupt nicht ran sind. Hier, der Zielko Liboja hat bisher immer die Schnutt gehalten. Er kommt jetzt mal hier rein. Und zwar kommt er rein, wer ist denn verstrickt, man hat eine bessere Note. Kommt mal rein und auch die anderen zwei Wechsel werden jetzt mal hier getätigt. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. David Hüssing kommt mal wieder zu einem Einsatz. Obwohl wir, und da war ich ja jetzt auch ein bisschen mitbeteiligt, immer mal wieder Spiele aus der Hand gegeben haben, hoffe ich doch, dass das jetzt hier nicht passiert. Ansonsten müsst ihr mich in den Kommentaren zerpflücken, dass ihr es anders gemacht hättet. Konjunktiv ist echt eine geile Zeit, ey. Also wenn ich alles im Konjunktiv, alles was ich so im Konjunktiv sage, machen würde und könnte, ey, da wäre ich echt geil drauf, ey. Wobei, mir geht's gut, ich kann mich nicht beschweren, soll jetzt nicht hier Meckerei oder so sein. Mir geht's gut, ich habe eine tolle Freundin, einen coolen Job, der mir Spaß macht, alles Mögliche. Aber wie das schon mal ist, man ist ja nie zufrieden, ne? Man will ja immer mehr und deshalb sage ich einfach mal, ich bin jetzt zufrieden. Ich habe Schicht im Schacht heute, Wochenende, Dortmund spielt am Wochenende, ich gucke bei meinen Imkerkollegen vorbei, fange das jetzt an mit Tobi, da bin ich hier, habe ich ein eigenes Volk, bin dann quasi König. Und freue mich drauf. Kann ich alles erzählen, weil das Spiel hier nach dem 2:0 echt abgeflacht ist. Also es gibt hier kaum noch Chancen. Die zweite Hälfte ist irgendwie ein bisschen arm geworden. Konterchance jetzt für Sprockhövel. Ben Taleb macht es 2:1. Anschlusstreffer. Genau das, was ich eben noch gesagt habe. Wir geben hier hinten immer mal wieder Tore. Ja, auf dem Präsentierteller dahin. Kann nicht sein, ey. Da muss man doch mal aufpassen. 10 Minuten noch, wenn das jetzt hier gegen den Letzten nichts gibt, ey. Dann wird's echt böse.
Kenan Dünnwald auf Adrian Wasilewski. Der zieht sofort ab. War Marius Wickes schnell im unteren Heck. Hält die sogar fest, die Kugel. Das ist gut. Dann kann keiner den Abstauber machen. Und wir können auch noch mal ein paar Sekunden da an Zeit rausspielen. Langsam selber aufbauen. Spinnrad hatte sich verletzt und zeigt an, dass es weitergeht. Das ist echt wichtig. Wenn wir den jetzt hier noch verletzt hätten abgeben müssen, die letzten paar Minuten, bei der schlechten Sicht, die wir so haben, das wäre schwierig geworden. Also jetzt hier, den letzten Minuten nochmal Vollgas nach vorne. Klare Abseitsstelle von Tobias Pool, aber Stipe Batarello setzt sich da schön durch. Passt in die Mitte rein, aber der kommt dann eben doch etwas zu spät. Hat er zum Nachspielzeit von 2 Minuten, der Christopher Marx. Pfeift aber da jetzt ab. 3 Punkte, nicht schön, aber effektiv. Wie war das am Ende des Tages? Zählt nur, dass man gewonnen hat. Gewonnen hat man, wenn man mehr Tore schießt als der Gegner. Wenn nach 90 Minuten das Spiel vorbei ist, ist egal. Okay, irgendwie so ein Quatsch auf jeden Fall. Die Spiele hier. Aalen gegen Fortuna Düsseldorf, 2-1 gewonnen. Gladbach 2-1 gewonnen gegen Bonn. Und hier das Spitzenspiel, aber relativ deutlich. Richtig deutlich auf jeden Fall. Gucken wir mal ran. Al-Gadoui hat nochmal gezeigt, dass er es kann. Und hat ja direkt 3 Buden gekloppt. Erste Minute, 43. und 68. Zwischendurch hat noch hier der Buruka Maglu getroffen. Und weil die Dortmunder so nett sind, haben sie noch auch das Gegentor selbst gemacht hier. Der Dennis Burnic. Ja, auf jeden Fall echt eine Hausnummer hier, der Al-Gadoui. Werden wir wirklich mal anfragen zumindest, öfteren. Schalke Wuppertal 0-0, Essen gegen Welt 2-0, Sportfreunde Siegen zu Hause sind untergegangen 0-4. Für die sieht es noch ganz okay aus, aber da könnte es schwierig werden. Aachen 3-0 gegen Rödinghausen zu Hause gewonnen für 9.000 Zuschauer. Und so viele hätte ich auch mal gerne, ey. Müssen wir doch dran arbeiten, machen wir auch. Wird schon noch. Sprockhövel 1-2 gegen uns verloren, logischerweise. Und Viktoria Köln gegen die Kölner Köln 1-1. Oh, Stadtderby, hergetrennt, Hand gegeben, alles gut. Robin Thürdi ist in der Elfte der Woche und Marius Weke auch. Und ja, der Dortmunder dürfte sich hier vorne ja nochmal rangetastet haben, hat die Führung übernommen. Die beiden, die machen hier echt richtig Gas. Und Daniel Hammel ist auch ordentlich dabei, 24. Könnten wir auch mal ins Blickfeld aufnehmen, oder? Ich weiß nie, warum ich nicht hier einfach draufdrücken kann. Geht auf jeden Fall. Egal. Gucken wir mal bei Fair Play. Ich gucke mal ganz gerne, wie lange sind denn hier manche Leute verletzt. 9 Wochen, der Viktor Meier, ey. Wochen noch Knöchel. Arme Socke, ey. Hoffentlich hast du den Fußballmanager 17 von FM-Zocker installiert. Dann kannst du wenigstens 9 Wochen zu Hause auch irgendwas Sinnvolles tun. Ey. Puh. Bitter für Werl, bitter für ihn. Und da war Werl auch gleich schon nochmal angesagt. Okay. Irgendwelche interessanten, da haben wir auch keine interessanten Sachen hier. Trainerkarussell, wie sieht's da aus? Jos Luhukay ersetzt Markus Gisdol beim Hamburger SV. Ja, habe die Ehre. Was ist denn beim Hamburger SV los? 15. Platz, okay. Da ging es auf jeden Fall schon mal rein. Das ist auch geil. Status Präsidium wahnsinnig. Ja, sehr schön. Oh ja, das ist auf jeden Fall hier die erste große Hausnummer bei den Trainerwechseln. Jos Luhukay. Mal sehen, ob er das sinkende Schiff da noch aufhalten kann. Und zweite interessante Personalie, Oliver Reck. Warum hat der eigentlich schon Level 1? Ist auch schon ein bisschen länger dabei. Müssen wir mal gucken. Wird ersetzt durch Carsten Behron, also auch ein alter Hamburger. Sonst haben wir nichts dabei. Ne, die anderen kennen wir schon. War nichts Tolles. Aber da, Jos Luhukay, das ist schon gespannt, was der alte Mann und das Pferd da machen. Partner Melli hat Geburtstag, dauert noch ein bisschen, okay. Wir haben, ach, dann machen wir es doch nicht in diese Folge rein, wir haben ein Länderspiel. Das, was ist das? Ist das hier so ein richtiges Spiel? Ja, Fußball-Weltmeisterschaft. Dann machen wir die Folge gleich vorbei, zu Ende, beenden die. Aber, das habe ich ja gesagt, ich wollte das Training anstellen. Training. Trainingsassistent. Abwehr. Mal komplett die Abwehr hier. Trainingsplan erstellen. 1 Woche lang, wir haben ja Pause. Ist jetzt auch in der zweiten Gruppe? Ne, muss ich das hier bei der zweiten Gruppe dann auch machen? Die werden auch komplett immer auf Abwehr trainieren. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwas bringt. Wir
merken uns, wir haben eine 1 von 5 bei der Abwehr. Das ist nicht so schwierig. 1 und 5 kann ich mir gerade noch merken. Und der Torhüter ist mir aufgefallen, die beiden können ja hier auch noch echt viele, 2 verbleibende Einheiten haben die noch, können wieder machen. Was haben die denn? Fangsicherheit macht der Weke. So, dann würde ich sagen, Mannschaftstraining, Torhüter, Fangsicherheit, wo geht das? So. Ne, Flanken, Fangsicherheit, hier ist Fangsicherheit drin. Dann nicht. Wo gibt's noch? Gibt's nur eins? Dann macht er hier halt noch 2 mal Flanken. Schön. Okay, wir haben noch Nachrichten. Was haben wir an Nachrichten? Scouting abgeschlossen von Christian Pulisic. Auf 6 hat sich das erhöht. Und Mannschaft der Woche hatten wir 2 dabei. Ja, alles klar. Weiter geht's. Bin gespannt auf das Spiel hier gegen die A-Jugend, weil da sind ja auch ein paar Leute von euch dabei. Also der Presser ist da drin. Der Wient ist da drin. Den muss ich eigentlich echt mal hier auch ein Nickname geben. Wir spielen auswärts gegen Herzegowina. Bosnien-Herzegowina im EA Sports Stadion. Wir haben eine ganz gute Saison bisher hier. Gleich stark. Könnte ein interessantes... ist es ein Bruderduell? Bruder-Schwester-Duell? Hier so Nachbarduell? Irgend sowas. Deutschland hat Spielpause und die anderen Spiele sind Israel gegen Türkei und Andorra gegen Nordirland. Okay. Werden wir uns in der nächsten Pause geben, auf jeden Fall. Wir geben uns jetzt noch den Umgang mit Sextanten. Oder sind es Sextanten? Oder sind es Sextanten? Könnte beides sein. Es gibt gewisse Leute mit Sextanten und dann gibt es bestimmt auch Filmchen mit Sextanten. Wir können wieder was schwätzen. Schlecht hier gerade, Moment. Die Kommentare, ey. Was erlaubt dem eigentlich immer zu sprechen? Können wir machen. Pause, mach Talent. Nee, egal. Pause. Du hast gut trainiert, ist auch schön. Pause. Gut, Pause. Nee, Pause. Keiner kriegt hier eine Pause. Ich würde sagen, gut gemacht. Klappt wohl nicht so gut. Training. Und immerhin auf 2 von 5 ist es gegangen. Das ist doch ganz ordentlich. Jetzt haben wir sogar da noch was. Sonst, was ist Taktik? Ball halten. Dann machen wir doch noch einen Ball halten hier rein, wenn wir noch einen frei haben. Warum macht der Schisskopf das denn nicht? Lust, hätten wir noch 2 dahin machen können. Aufgepasst auf jeden Fall. So. Noch nicht im Trainingslager, ist mir klar. Froh über ihre Entscheidung. Ja, dass ich hier nicht zur FC Süderelbe hin will. Ja, da wollte ich auch nicht hin, ey. Nichts gegen Süderelbe, aber nee. Pulisic haben wir hier jetzt erkannt. Echt auch ein geiler Typ, ey. Den packe ich mir immer bei Dortmund direkt als Ersatz vom Reus logischerweise hin. Und lass ihn auch oft spielen, ey. Der geht so ab. Der und der Passlack, die mag ich im Fußballmanager richtig. Und auch so im richtigen Leben finde ich die eigentlich ganz nett, muss ich sagen. So, ich glaube, ich habe lange genug geschwätzt. Wir gucken mal gerade, was machen hier unsere Menschen hier. Nächsten Gegner beobachten, okay, er beobachtet die hier. So, würde sagen, alles gut. Spiel gewonnen. Feierabend, Ende Gelände. Macht's gut, Freunde. Schönes Wochenende. Ich hoffe, dass ich übers Wochenende auch weiterhin Folgen hinbekomme. Bis dann, ciao.